Alle Spiele, alle Highlights. Inside, das Magazin zur BeKo Basketball-Bundesliga. Live. Herzlich willkommen zu Inside, dem Magazin von basketballstream.de zur Basketball-Bundesliga. Wir zeigen euch heute alle Spiele, alle Highlights des vergangenen Wochenendes zum 11. Spieltag in der Basketball-Bundesliga und haben interessante Gesprächsgäste, unter anderem den aktuellen A-Nationalspieler Philipp Zwiener von den Eisbären Bremerhaven und die vielleicht interessanteste Personalie in Basketball-Deutschland aktuell, den neuen Trainer der S-Oliver Baskets Würzburg, Stefan Koch, bei uns im Interview. Jetzt wollen wir erstmal den Überblick starten durch Basketball-Deutschland. Wie haben die Top-Teams am Wochenende gespielt? Hier sind die ersten Highlights. Wir beginnen unseren Überblick auf die Highlights des 11. Spieltags der BeKo Basketball-Bundesliga mit dem souveränen Heimsieg des Tabellenführers FC Bayern München, die den mitteldeutschen BC mit 106:81 aus dem Audi-Dome schossen. Bayern spielte seine Dominanz gegen hilflose Weißenfelser gnadenlos aus und entschied die Partie frühzeitig. Bereits zur Halbzeit war das Spiel bei einer 26-Punkte-Führung der Hausherren gegessen. München spielte sich in einen Offensivrausch, angeführt von Malcolm Delaney, der alle seine Würfe traf. Delaney mit 12 Punkten, 4 Assists und dem ein oder anderen Zauberpass. Eine Szene, die die Überlegenheit der Bayern demonstriert. Wer so unkonzentriert die Bälle herschenkt wie der MBC, der hat bei einem Spitzenteam wie Bayern keine Chance. Weißenfels leistete sich insgesamt 16 zum Teil haarsträubende Ballverluste. Lichtblicke beim MBC, die Leistungen der deutschen Spieler Sascha Leutloff und Malte Schwarz, die beide zweistellig scorten. Schwarz am Ende mit 11 Punkten. Topscorer bei den Gästen aber erneut Josh Parker, der 21 Zähler erzielte. Bei den Bayern insgesamt 6 Spieler mit zweistelliger Punktausbeute. Vor allem die Formkurve vom lange verletzten Dion Thompson zeigt stark nach oben. Der Ex-Berliner mit 18 Punkten und 9 Rebounds Topscorer der Bayern. Also alles in allem ein souveräner Start-Zielsieg der Münchner, bei denen der komplette Kader eingesetzt wurde. Alle 12 Spieler punkteten und sogar Steffen Hamann ließ es per Dunking krachen. Kurzer Blick auch hier auf die deutschen Spieler. Yassin El-Dihi stark mit 15 Punkten und Robin Benzing überzeugte mit 13 Zählern. Bayern marschiert damit weiter vorne weg und ist mit 10 Siegen aus 11 Spielen souveräner Tabellenführer. Yassin El-Dihi. Ja, erste Halbzeit war eigentlich super. Wir haben gut gespielt, guten Abschluss gefunden. Zweite Halbzeit hat vielleicht unsere Konzentration ein bisschen nachgelassen. Das darf uns nicht passieren. Bis jetzt raus können wir im Endeffekt unserer Leistung zufrieden sein. Der MBC steht mit 3 Siegen auf Tabellenplatz 14. Malte Schwarz. Ja, gut, das ist natürlich tough nach so einer Niederlage. Gerade wenn sie so hoch ausfällt, müssen wir das Positive da rausnehmen. Wir haben in der zweiten Halbzeit, gerade im dritten Viertel, uns gut zurückgekämpft. Wir waren stark dezimiert, sind wir hierher gefahren. Wir wussten, wir mussten alles irgendwie in die Waagschale werfen, müssen wir auch uns nichts vormachen. Wenn man nach München kommt als MBC, muss mehr als alles passen und vielleicht bei München noch was nicht passen, damit es da klappt. Erste Halbzeit haben wir es ein bisschen verspielt, waren schon mit 30 hinten, haben dann eine gute Reaktion gezeigt nach der Halbzeit, haben nicht aufgegeben, haben bis zum Ende gespielt, sind natürlich in Foul-Probleme geraten. Gut, passiert, müssen jetzt nach vorne gucken, das sind nicht die Spiele, die wir gewinnen müssen. Von München nach Oldenburg, wo der deutsche Meister Bamberg mit einem eindrucksvollen 73:59 Auswärtssieg bei den EWE Baskets untermauert, dass Brose aktuell mit 7 Siegen in Folge die heißeste Mannschaft der BeKo BBL ist. Dabei kamen die Oldenburger eigentlich ganz gut in die Partie. Sie starteten mit einem 15:11 Lauf, angeführt von Mr. Energy Chris Kramer, der immer wieder mit seinem Zug zum Korb Lücken riss und mit 17 Punkten und 7 Rebounds bester Oldenburger war. We're very disappointed. Obviously, they swept us last year in the playoffs, in the finals, and we wanted to come out here and have a good showing. And I thought we did that for 3 quarters in the fourth, we kind of lost it. You got to give all the credit to Bamberg though. They scored 25 points off offensive rebounds and transition points, and that was kind of the difference. Bei Bamberg überragend Dior Fischer. Der nachverpflichtete Big Man in seinem ersten Bundesligaspiel für Bamberg gegen seinen Ex-Club direkt Topscorer mit 16 Punkten und 5 Blocks. Insgesamt die Bamberger auch deutlich effektiver aus der Distanz. Während die Oldenburger nur 5 von 22 Dreiern trafen, nutzte der Meister seine Chancen eiskalt. Egal ob durch die Spezialisten oder die Big Man. Gut, von Jared Ford weiß man, dass der aus der Distanz einnetzen kann. Aber Mike Zirbis?
Ja, auch der Ex-Trierer mit dem Buzzerbeater-Dreier übers Brett. Zirbis am Ende in 14 Minuten mit 7 Punkten und perfekter Trefferquote. Auch wenn die Oldenburger alles versuchten und auch dahin gehen, wo es weh tat, wie Andrea Kursariol, die Bamberger rissen das Spiel im dritten Viertel an sich und gingen mit einer 10-Punkte-Führung in den letzten Abschnitt. Spätestens nach dem spektakulären Dunk trotz Foul von Rakeem Sanders war das Momentum endgültig auf Seiten der Gäste. Oldenburg versuchte zu früh den Rückstand mit erzwungenen 3-Punkt-Würfen zu reduzieren, sodass die Bamberger das Ding letztlich souverän nach Hause fahren konnten. Entsprechend zufrieden war der Coach Chris Fleming. Definitiv, definitiv. Ich glaube, dass die Uhr uns eine Menge Selbstvertrauen gegeben hat, defensiv. Ich glaube, dass wir extrem gut als Mannschaft aufgetreten sind, dass wir sehr füreinander gekämpft haben. Und wir haben bisher sehr oft das so, dass jeder mit seinen eigenen Problemen gehadert hat. Heute Abend war das ganz sicherlich nicht der Fall. Und ich glaube, das bewegt sich in eine gute Richtung. Jetzt muss man den Chipper drauflegen in Istanbul. Bamberg ist jetzt neuer Tabellenzweiter, weil die Telekom Baskets Bonn gegen den bisherigen Tabellenletzten Würzburg überraschend strauchelten. Die S-Oliver Baskets setzen im ersten Spiel unter dem neuen Headcoach Stefan Koch ein dickes Ausrufezeichen und gewinnen in Bonn mit 87-76. Auch dank eines phänomenalen Starts. Die Würzburger legten los wie die Feuerwehr, angeführt vom überragenden Maxi Kleber, der nach seiner langen Verletzungsmisere fast schon unfassbar stark aufspielt. Kleber mit 19 Punkten und 5 Rebounds Topscorer der Gäste, die aber auch davon profitierten, dass Bonn dem Gegner viel zu viel Platz ließ und selbst einfache Dinger verlegten. Die Baskets wirkten, als wären sie mental nicht bereit gewesen für das Spiel gegen den Tabellenletzten. McKinney legte für Würzburg mit 2 Dreiern nach, die S-Oliver Baskets so zur Halbzeit mit 12 vorn. Erst im dritten Viertel fand der Favorit langsam den Rhythmus, musste allerdings alle Energiereserven mobilisieren, um sich in die Partie zurückzukämpfen. Bester Bonner war erneut Jared Jordan mit 19 Punkten und 7 Assists. Nach dem Dreier-Plus-Foul von Vaikalas drohte das Spiel kurzzeitig zu kippen. Bonn entschied das dritte Viertel mit 6 Punkten für sich, doch insgesamt konnten die Baskets zu selten ihr spektakuläres Offensivspiel zelebrieren. Tony Gaffney zum Beispiel blieb mit 9 Punkten und 7 Rebounds eher blass. Jamal McLean überzeugte dagegen mit Kampfgeist. Er kam auf 17 Punkte und 7 Rebounds. Knackpunkt des Spiels aber, die Bonner konnten die Kleber-Festspiele einfach nicht stoppen. Der 21-jährige Maxi Kleber untermauerte, dass er zu den größten Talenten überhaupt gehört. Wobei sich die Bonner auch fragen lassen müssen, wie man einen Spieler, der offensichtlich heiß gelaufen ist, so blank stehen lassen kann. Somit feiern die Würzburger einen großen Befreiungsschlag. Bonn enttäuschte dagegen auf ganzer Linie. Trainer Matthias Fischer. Ja, ich denke, das ist keine bittere Niederlage, es ist eine verdiente Niederlage. Wir waren heute nicht da. Glückwunsch an Stefan Koch und Würzburg, die haben heute verdient gewonnen. Wir hatten nicht den allerbesten Start, wir waren mit unserer Offensivleistung nicht zufrieden und hatten viele einfache Möglichkeiten daneben gelegt. Und das führte dazu, dass wir defensiv einfach abgeschaltet haben und nicht so stabil dastanden. Deswegen auch die hohe Führung für Würzburg, die absolut zur Halbzeit verdient war. Zweite Halbzeit kamen wir ganz anders aus der Umkleide raus, waren bereit, den Kampf anzunehmen, haben gut ausgeboxt, haben gereboundet, konnten auch teilweise gut Fastbreak laufen und waren schließlich mit 4 Punkten dran. Allerdings sind wir wieder in unsere alte Mentalität verfahren und haben zu oft den Ball in den entscheidenden Situationen einfach nicht durch den Ring bekommen. Ja, ein großer Sieg für die S-Oliver Baskets Würzburg, mit dem vielleicht die wenigsten nur gerechnet hätten. Ich bin froh, dass wir jetzt mit dem neuen Trainer der Würzburger sprechen können, Stefan Koch. Grüß Sie. Hallo. Ja, zunächst Herr Koch, wir unterhalten uns in Ihrem Fall über Telefon ganz klassisch, ganz einfach, weil Sie auch gar kein Skype-Benutzer sind und ich glaube auch noch gar kein Smartphone haben. Das in der heutigen Zeit, finde ich sehr sympathisch. Ja, ich versuche mein Leben ein bisschen zu entschleunigen, indem ich diesen ganzen Wirren der neuen Technik ein klein wenig entweiche und dazu gehört, dass ich kein Skype habe.
Macht sie auf jeden Fall sehr sympathisch. Lassen Sie uns auf das Wahnsinnsspiel, wie ich finde, der Würzburger zu sprechen kommen. Ein Überraschungssieg bei einer der Überraschungsmannschaften bisher im positiven Sinne, der Telekom Baskets Bonn. Ihr erstes Spiel, Ihr erster Sieg. Was war der Schlüssel? Wieso hat es so gut geklappt? Ich glaube, dass die Mannschaft im Verlauf der Woche Fortschritte gemacht hat. Am Wochenbeginn oder beziehungsweise am Dienstag, als ich in Würzburg begonnen habe, da war ich noch nicht so optimistisch. Die ersten drei Einheiten, Dienstagvormittag, Dienstagabend, Mittwochvormittag, fand ich, waren so. Aber ab Mittwochabend war etwas spürbar in der Mannschaft und das hat mir Mut gegeben. Wir haben ein paar Dinge verändert die Woche und die Mannschaft hat mit einer sehr guten Auffassungsgabe es geschafft, diese Dinge auch schnell umzusetzen. Wo haben Sie denn die ersten Hebel angesetzt? Ich meine, die Schlagzeilen, die es bisher gab von Würzburg, waren eigentlich aus der Bank, zumindest bis jetzt, bis zu einem neuen Artikel der Süddeutschen Zeitung, was die finanzielle Lage betrifft, über die wir gleich ganz kurz auch gleich sprechen können, waren alle negativ. Wie haben Sie die Mannschaft vorgefunden, als Sie sie übernommen haben? Sicherlich ein Stück weit auch verunsichert. Ich denke, das ist normal, wenn man von den ersten 10 Spielen nur eines gewonnen hat. Aber eben dann auch ab Mittwoch auch ein Stück weit verändert und allgemein Spieltempo gedreht und dann im taktischen Repertoire natürlich offensiv und defensiv die ein oder andere Anpassung vorgenommen. Und man hat gesehen, die Mannschaft hat Potenzial. War das für Sie auch der wichtigste Faktor zu sagen, okay, nachdem man bei den Adler Dragons keinen mehrjährigen Vertrag bekommen hat, man geht jetzt ein gewisses Risiko auch ein, ob der finanziellen Situation und der sportlichen Situation bei Würzburg, um dort zunächst auch nur bis Saisonende eine neue Herausforderung zu suchen? Also die Sache mit Würzburg ist eigentlich relativ einfach erklärt für mich. Also es ist so, mein Sohn ist eingeschult worden, Würzburg sind 165 Kilometer von unserem Wohnort, weil meine Frau verbeamtete Lehrerin ist des Landes Hessen. Und das heißt, wenn es dort nicht weitergegangen wäre, hätte sie auch nicht arbeiten können. Das heißt, wir sind jetzt erstmal hier und das passt. Und ich glaube, Würzburg ist ein Basketballstandort, eine Basketballstadt mit sehr enthusiastischen Menschen dort, die diesen Sport mögen. Und was die finanzielle Situation betrifft, da hat man mir versichert, dass man die Dinge in eine gute Richtung lenken wird und alles das, was im Moment auch so durchsickert, scheint sich dies hier auch zu bewahrheiten. Unter anderem war da die Rede, dass zwei große Sponsoren auch als Gesellschafter jetzt einsteigen mit Flyer Alarm und mit S. Oliver natürlich. Können Sie was dazu sagen? Was erwarten Sie denn jetzt, wie es da in der Sache weitergehen könnte? Nein, dazu kann ich nichts sagen. Das ist nicht mein Feld. Mein Feld ist das Sportliche. Und zu den ganzen Dingen, die die Struktur des Clubs betreffen, die Sponsoren betreffen, die Gesellschaft betreffen, dafür bin ich nicht der Ansprechpartner. Darüber weiß ich zu wenig und da bin ich auch nicht derjenige, der sich, denke ich, öffentlich äußern sollte. Also ich kann und möchte dazu nichts sagen. Gut, dann kommen wir zum Sportlichen, zu Ihrem Bereich und für mich zu Maxi Kleber. Zuletzt wirklich und auch in diesem Spiel für mich bärenstark aufgespielt. Eine Entwicklung, die Sie auch überrascht oder sagen Sie, das ist wirklich so ein Talent, den muss ich da auch ins kalte Wasser schmeißen, der nutzt eine Chance? Also ich habe Maxi ja nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern Maxi hat ja schon im bisherigen Saisonverlauf gezeigt, was er kann. Mhm. Er ist jemand, wie Sie sagen, der zuletzt sehr verletzungsgeplagt war, der sicherlich da auch noch ein bisschen Rückstand hat, der immer noch ein bisschen in der Rekonvaleszenz ist. Aber er ist natürlich ein riesengroßes Talent und wir sind sehr, sehr froh, dass wir ihn bei uns mit dabei haben. Wie sehen Sie die nächste kommende Aufgabe in Trier? Sehr schwierig. Trier ist eine Mannschaft, die traditionell mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Herz kämpft. Ich habe sehr viel Respekt für das, was Henrik dort mit bescheidenen finanziellen Mitteln und mit wirklich Arbeit und Spieler verbessern über Arbeit geleistet hat. Und entsprechend gehen wir da mit sehr viel Respekt an diese Aufgabe und wissen, dass das richtig, richtig schwer wird. Das Potenzial müsste doch auf jeden Fall da sein, um die Klasse zu halten. Man hofft natürlich jetzt auch, dass die Liga nicht da auch noch einen Punktabzug oder sowas oben drauf schiebt. Das wäre, glaube ich, schon eine herbe Hürde, oder? Ja, wenn wir jetzt von der Liga Punkte aberkannt bekommen sollten, dann wird es richtig, richtig schwierig. Das steht außer Frage. Aber generell für Sie die Einschätzung vom spielerischen Potenzial und auch von der Ausgangslage der Mannschaft her? Ist doch kein Abstiegskandidat, oder?
es war wichtig, dass wir jetzt in Bonn gewonnen haben, gerade wenn man sich die anderen Ergebnisse ansieht. Viele Mannschaften, die auch mit unten drin stehen, haben gewonnen. Ich glaube, dass wir eine realistische Chance haben. Also ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen, jetzt in der Situation, wo man im Abstiegskampf steht, immer das nächste Spiel als Schlüsselspiel zu proklamieren. Ich glaube, das ist falsch. Wir haben noch 23 Spiele, das ist ein wichtiges Spiel, aber um es ein Schlüsselspiel zu nennen, dafür ist es deutlich zu früh noch. Herr Koch, herzlichen Dank für das Interview. Viel Erfolg weiterhin auf Ihrem Weg mit Würzburg und wir sehen uns dann am Wochenende in Trier. Gerne, Herr Schmidt. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Soweit also Stefan Koch, der neue Headcoach der S. Oliver Baskets Würzburg nach dem Überraschungserfolg bei den Telekom Baskets Bonn. Und wir blicken jetzt weiter auf die Spiele des 11. Spieltags in der BeKo Basketball Bundesliga. Die Personalsorgen in Braunschweig halten an und haben den guten Saisonstart der New Yorker Phantoms etwas zunichte gemacht. Ohne ihren verletzten Kapitän Harding Nana kassierten die Niedersachsen gegen die Adland Dragons die zweite Niederlage in Folge. Beim 74-89 ging dem Team vor allem im letzten Viertel die Puste aus. Dabei starteten die Phantoms gut, Kyle Wisser mit einigen schönen Szenen und heißen Duellen unter den Körben. Wisser am Ende mit 14 Punkten und 7 Rebounds und starken Quoten. Selbst die schwierigsten Dinger gingen rein. Auf der Gegenseite meldete sich Anthony King nach seiner Verletzungspause eindrucksvoll zurück. Der Quackenbrücker Kapitän hielt insgesamt mit 12 Punkten und 6 Rebounds dagegen. Außerdem hatte er einige spektakuläre Szenen. Doch das erste Viertel entschieden die Braunschweiger mit 26-22 für sich. Auch dank Emmanuel McElroy, der erneut bewies, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört. Ein bescheidener Star dieser Liga, Mr. Zuverlässig, kam auf 10 Punkte, 4 Rebounds und 3 Steals. Im zweiten Viertel schlugen die Dragons aber zurück. Sie dominierten die Rebounds und hatten den Zauberzwerg David Holston erneut einen starken Leader. Außerdem fanden die Quackenbrücker immer wieder den offenen Dreier. Guido Grünheit übers Brett. Und Dreier-Spezialist Chad Topper sorgten zur Halbzeit für eine 5-Punkte-Führung der Gäste. Braunschweig mobilisierte in der zweiten Hälfte die letzten Kraftreserven. Isaiah Swan und James Florence führten das Team jeweils als Topscorer mit 19 Punkten ran. Ende des dritten Viertels gelang Braunschweig nochmals der Ausgleich, aber spätestens nach dem fünften Foul gegen Dornekamp fehlten dem Team die Alternativen. Quackenbrück hatte die tiefere Bank und auch das Glück des Tüchtigen. Die Dragons strotzten vor Selbstvertrauen, trafen auch die schweren Würfe und entschieden das letzte Viertel mit 26-16 für sich. Ein wichtiger Sieg, gerade nach den Verletzungssorgen der letzten Wochen. Anthony King. Not just me, the whole team is back. You know, a lot of guys hurt, sick. Stuff that happens during the course of the season. I mean, I'm one of the veterans on the team, and I'm the captain, one of the leaders, and I talk the most on the court, off the court, I'm the quietest. Quackenbrück damit mit 8 Siegen jetzt Tabellenfünfter. Braunschweig fällt auf Rang 11 zurück und hofft auf eine passende Nachverpflichtung. Der Braunschweiger Topscorer James Florence. It's really tough to play without a captain of ours, Nana, and it's tough, but we're not making any excuses. We have to win the game. We have to fight hard, fight harder, work on some defensive rotations, boxing out and rebounding, and we'll do it next game. Aus Braunschweig springen wir in die Orange Zone zum Derby zwischen Ratiopharm Ulm und den Walter Tigers aus Tübingen. Und wir würden wirklich gerne auch hier einen ausführlichen und spannenden Spielbericht liefern, aber das Ding war einfach zu deutlich. Die Tigers hoffnungslos unterlegen. Tübingen kassierte eine historische 92-55 Niederlage und brachte in diesem Spiel einfach kein Bein auf den Boden. Die konnten einem wirklich leid tun, so wurden die Tübinger überrannt. Spätestens zur Halbzeit war das Ding beim Stand von 51-20 und damit einer 31-Punkte-Führung für die Ulmer gegessen. Ein rabenschwarzer Tag für Tübingen, aber auch eine Leistung, bei der man so langsam darüber nachdenken muss, welche Konsequenzen jetzt gezogen werden müssen. Es war die vierte Niederlage in Folge. Die Führungsspieler Radkowica, Natschwey und Nash die einzigen, die zweistellig scoren konnten. Und die können einem wirklich leid tun. Das Entsetzen über den neuen Tabellenletzten Tübingen soll aber nicht die starke Form der Ulmer kaschieren. Im Eurocup bereits souverän in die nächste Runde eingezogen, 7 der letzten 8 Spiele gewonnen. Mit diesem starken Kollektiv ist in allen Wettbewerben mit den Ulmern zu rechnen.
auch wenn sich Edgar Sosa in der Partie verletzt hat. Kurz der Blick auf die Ulmer Topscorer Cam Long mit 16 Punkten und 4 Assists, Will Clyburn mit 14 Punkten und 7 Rebounds und Daniel Theis mit 13 Punkten und einigen schönen Aktionen. Also, Tübingen jetzt mit nur 2 Siegen Tabellenletzter. Ulm marschiert trotz der Doppelbelastung weiter, ist mit 7 Siegen Tabellensechster. Und wenn ihr noch ein Beispiel gebraucht habt für die perfektionistische Einstellung von Ulms Trainer Thorsten Leibenert, dann hört mal genau hin, was der nach einem 27-Punkte-Sieg seiner Mannschaft zu sagen hat. Ich bin vor allen Dingen mit der Defensivleistung in der ersten Halbzeit zufrieden. Wir haben die Tübinger auf 20 Punkte gehalten und haben da wirklich als Mannschaft hervorragend verteidigt, den Gegner nur in schwierige Würfe gezwungen und dass man die dann nicht so hochprozentig trifft, liegt in der Natur der Dinge. Auch offensiv haben wir phasenweise schön gespielt. Ich muss dazu sagen, die zweite Halbzeit war an Highlights nicht mehr ganz so reich. Das ist aber auch normales verständlich. Wenn man so deutlich führt, kann man die Spannung nicht komplett aufrechthalten. Aber über weite Strecken kann ich mit der Leistung zufrieden sein. Aus Ulm springen wir in die Hauptstadt zur nächsten Sensation des Spieltags. Alba Berlin verliert sein erstes Heimspiel und unterliegt den überraschend starken Eisbären Bremerhaven mit 79-85. Die Gäste starteten furios in die Partie, trafen die wichtigen Würfe, die das nötige Selbstvertrauen geben. Die Eisbären erwischten die Albatrosse auf dem falschen Fuß. Berlin ließ im ersten Viertel 28 Punkte zu, lag mit 13 nach dem ersten Abschnitt hinten. Bei Bremerhaven vor allem Philipp Zwiener und Darius Adams stark. Zwiener machte insgesamt 16 Punkte. Adams erneut Bremerhavener Topscorer mit 18 Zählern, 7 Rebounds und 4 Assists. So ein bisschen hatte man den Eindruck, dass die Berliner nicht richtig wussten, wie ihnen geschah. Es dauerte lange, bis der Favorit den Rhythmus fand. Angeführt von David Logan, der 14 Punkte erzielte, und von einem extrem treffsicheren Wojdan Stojanowski, der in 16 Minuten Einsatzzeit 16 Punkte erzielte. So kam Berlin bis zur Halbzeit immerhin wieder auf 6 ran. Stark bei den Albatrossen außerdem Jan-Henrik Jackler, der insgesamt 13 Punkte erzielte. Die Bremerhavener hielten aber stark dagegen. Erst 3,5 Minuten vor Schluss hatte Alba das Ding gedreht, lag nach einem Dreier von Stojanowski mit 74-72 vorne. Doch die Eisbären blieben eiskalt und versetzten Berlin mit einem 9-0-Lauf den finalen Schlag. Bremerhaven damit mit 3 Siegen jetzt auf Tabellenplatz 13, Berlin durch die Niederlage nur noch Tabellensiebter. Also eine große Sensation. Bremerhaven feiert einen Überraschungserfolg bei Alba Berlin und ich freue mich jetzt, einen Ex-Trierer begrüßen zu dürfen, der auch in Berlin eine starke Leistung gebracht hat, mit Philipp Zwiener. Hi Philipp. Hey, grüß dich. Ja, Phil, erzähl mir kurz, wie ist das möglich gewesen? Du jahrelang, ich glaube 5 Jahre insgesamt in Berlin gespielt, ein großes Spiel eurer Mannschaft, die nicht wirklich gut reingekommen ist in die Saison, einige Schwierigkeiten hatte und dann so ein Ausrufezeichen zu setzen, ein Auswärtssieg in Berlin. Ja, das war sicherlich ein Riesenerfolg für uns. Ich glaube, die meisten haben damit ja nicht wirklich gerechnet. Wir waren natürlich krasse Außenseiter. Wie du schon gesagt hast, wir sind sehr, sehr schwer in die Saison gestartet. 0-7 ist natürlich, war sehr, sehr ärgerlich für uns. Aber ich glaube, jetzt die letzten Wochen kommen wir immer besser rein und wir zeigen auch immer mehr, zu was wir in der Lage sind. Trotzdem war natürlich so ein Sieg gegen Berlin war natürlich eine Riesenüberraschung, auch ein klein bisschen für uns. Ich glaube, wir haben einfach wirklich in Top-Leistung abgeliefert, 40 Minuten gut als Mannschaft agiert und ja, vielleicht auch die Berliner ein bisschen überrascht und sind natürlich glücklich, dass wir jetzt den dritten Sieg einfahren konnten. Vor allen Dingen seid ihr sehr, sehr stark reingekommen in die Partie. War das gerade fürs Selbstbewusstsein wichtig zu sehen, okay, gerade nach dieser Negativserie, die man hatte, schwieriger Saisonstart, zu sehen, wir können es auch gegen ein Top-Team? Ja, also dass wir es können, das haben wir auch schon in den letzten Wochen. Wir haben jetzt aus den letzten 4 Spielen 3 gewonnen. Das hat uns natürlich schon auch ein bisschen geholfen, da wieder an uns zu glauben. Ich glaube, auf das Spiel in Berlin bezogen, wir haben die Berliner so ein bisschen überrumpelt, glaube ich. Wir sind so wirklich phänomenal gestartet, haben irgendwie jeden Wurf getroffen. Wir hatten, glaube ich, insgesamt auch 3 oder 4 Würfe, Distanzwürfe, die mit Brett reingegangen sind. Das hat man auch nicht jeden Tag. Aber ich glaube, wir hatten auch so ein bisschen an dem Tag so ein bisschen das Glück, was man auch manchmal einfach braucht. Und die Würfe sind gerade am Anfang gefallen. Das tut natürlich so ein Selbstbewusstsein, wie du schon gesagt hast, sehr gut. Und jeder einzelne Spieler war im Spiel und hat mit sehr viel Selbstvertrauen gespielt. Und das konnten wir dann irgendwie auch, als Alba dann im dritten, vierten Viertel stärker wurde, konnten wir dann irgendwie trotzdem noch dagegen halten und dann den Sieg nach Hause fahren.
Du hast eben gesagt, ihr habt im Moment einen ganz guten Lauf, 3 der letzten 4 Spiele dann auch gewinnen können. Woran liegt das? Also hat der Trainer irgendwie die richtigen Worte gefunden? Weil mit einem neuen Trainer 0-7 zu starten, da denke ich mal, war die Stimmung doch eher mies in Bremerhaven. Wie habt ihr da den Turning Point geschafft? Ja, Stimmung war mies, das ist richtig. Ich glaube, das hat natürlich mit mehreren Faktoren zu tun. Zum einen hatten wir eine eher holprige Vorbereitung. Viele Spieler kamen später dazu. Wir haben ja auch einen litauischen Nationalspieler, der kam später dazu. Dann ich war mit der Nationalmannschaft noch länger unterwegs. Dann hatten wir ja mit Brian Harper jemanden, der auch später verpflichtet wurde. Dann hat sich ein Leistungsträger von uns, der Stefan Jackson, verletzt an der Schulter, was ihn dann länger rausgenommen hat. Das sind natürlich alle Sachen, die uns wehgetan haben. Aber ja, das ist natürlich, soll keine Entschuldigung sein. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, eine auch relativ neue Mannschaft, muss man ja sagen. Wir haben, glaube ich, 8 und 9 Spieler sind neu dazugekommen. Und das braucht, glaube ich, einfach seine Zeit. Das ist ganz normal. Trotzdem haben wir nicht so gespielt am Anfang, wie wir spielen konnten. Und ich glaube, Kevin, also unser Trainer, hat da auch die richtigen Worte gefunden und auch ein paar Sachen verändert, taktische Sachen verändert, die uns jetzt einfach auch helfen. Und bei so einer jungen Mannschaft ist es natürlich auch immer wichtig, dass sie verstehen, wie man Basketball spielen muss und dass man versteht, dass jedes Spiel, dass man da kämpfen muss und dass die Siege nicht geschenkt werden. Und ich glaube, das haben wir jetzt so ein bisschen mehr verinnerlicht und deswegen geht es auch bergauf. Spricht natürlich auch für euren neuen Trainer, dass er so ein bisschen dann auch sein Konzept anpassen konnte an die neuen Gegebenheiten. Wie siehst du denn deine eigene Rolle in diesem Zusammenhang und deine Führungsrolle, denke ich mal, die du auch hast in Bremerhaven? Ja, also erstmal bin ich natürlich total glücklich, dass ich einen Trainer habe wie Kevin Oldham, den ich ja auch noch aus Alba-Zeiten gut kannte oder kenne. Da war er damals mit Henrik Grödel, hat das Trainergespann mit Henrik Grödel gebildet damals. Da war ich ja noch eher ein Jungspund, jetzt gehöre ich ja schon fast zum alten Eisen. Also für mich ist das schon ganz toll, dass ich dann auch den Trainer ganz gut kenne und dass uns beide vor allem auch gut kennen. Er kennt meine Stärken und ich weiß, was er von mir erwartet. Das hilft mir natürlich und ich hatte auch trotzdem am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, so meine Rolle zu finden und zu verinnerlichen, aber ich glaube, ich komme da jetzt auch immer besser rein und mir gefällt natürlich, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, ich habe mein Spiel auch in den letzten Jahren und Monaten weiterentwickelt und ich hoffe einfach, dass ich jetzt der Mannschaft weiterhelfen kann, dass wir hoffentlich da unten schnell rauskommen. So, nun gibt es zwei bekannte Redewendungen. Einmal, es ist nicht alles Gold, was glänzt, und das Glas ist halb voll. Wie ist es denn im Moment in Bremerhaven? Also ich bin jetzt kein Freund, man darf natürlich nicht in Lobeshymnen verfallen jetzt. Ne? Das ist natürlich ein toller Sieg, aber alle Mannschaften, die da mit uns unten drin stehen, haben gestern alle gewonnen. Also ich glaube, wenn wir jetzt nächste Woche spielen wir gegen Tübingen, das wird ein sehr, sehr entscheidendes Spiel. Ich glaube, wenn wir das gewinnen können, dann können wir uns ein bisschen aus der unteren Tabellenregion da irgendwie ein bisschen rauskatapultieren. Falls wir allerdings verlieren sollten, sind wir wieder mittendrin im Abstiegskampf. Und da wollen wir natürlich nicht hin. Und deswegen glaube ich, muss man den Erfolg jetzt schnell abhaken und wieder nach vorne schauen. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Vielleicht noch ein kurzes Wort. Wir sind natürlich aus Trier hier jetzt im Moment als Olk am Senden. Du verfolgst natürlich auch das, was wir so machen mit Basketball-Stream. Du warst ja auch ein Freund der Familie sozusagen. Verfolgst auch unsere Aktivitäten, die Streams. Wie siehst du generell die Entwicklung auch in Trier? Schaut man da noch hin als Ex-Spieler? Na, auf jeden Fall. Also ich hatte wirklich zwei unglaublich tolle Jahre in Trier. Und ich kann mich auch wirklich noch mit dem Verein sehr, sehr gut identifizieren und irgendwie pocht auch noch ein Stück Herz, Trierer Herz in mir. Und ich verfolge das alles und ich finde das natürlich toll, dass ihr jetzt sowas auf die Beine gestellt habt mit dem Videostream. Und für mich natürlich was ganz Besonderes. Ich habe auch noch sehr viele Freunde in Trier und ich drücke der TBB immer die Daumen und habe das Spiel natürlich gestern so gut es ging auch verfolgt und habe mich natürlich tierisch gefreut, dass ihr gewonnen habt. Und ja, ich bin da immer bei euch. Vielen Dank, Phil, fürs Interview, für die Zeit. Alles Gute weiterhin für Bremerhaven. Wir sehen uns dann ja spätestens bei den Spielen gegen den TBB Trier. Und wir schauen uns jetzt auch mal an, im letzten Highlight-Block, wie die TBB Trier unter anderem gespielt hat. Vorher mal noch folgende Spiele für euch. Von Frankfurt springen wir nach Vechta, wo die Heimfans endlich auf den ersten ersehnten Heimsieg hofften. Doch die Gäste von Midi Bayreuth kamen besser in die Partie. Ronald Bewell mit dem Steal und dem Dunking. Bayreuth entschied das erste Viertel mit 31-24 für sich, auch weil sie Defensivakzente setzen. Schöner Block von Brian Crail.
In der Offensive brachte Kevin Hamilton neue Struktur ins Spiel. Er am Ende mit 8 Punkten und starken 8 Assists. Hier zum Dreier von Nikolai Simon, der insgesamt 11 Punkte erzielte. Doch im zweiten Viertel leistete sich Bayreuth zu viele Ballverluste, die Fechter zurück ins Spiel brachten. Dirk Mädrich erneut mit einer starken Leistung. Er mit 16 Punkten und 8 Rebounds. Auch der Neuzugang Brandon Bowman fügte sich stark ein und zeigte all seine Athletik. Toller Dank vom Neuzugang von Rasta Fechter, der seine Stärken andeutete, auch im 1 gegen 1. Brandon Bowman auf jeden Fall ein Gewinn für das Team von Rasta Fechter. Bowman am Ende mit 10 Punkten und 6 Rebounds. Doch überragend an diesem Tag und das nach einmonatiger Verletzungspause Jacob Dirksen. Unfassbares Ding, Dreier plus Foul, er insgesamt mit 30 Punkten, 12 von 14 aus dem Feld, ein nahezu perfektes Spiel. Stark bei Fechter auch Richie Williams, der mit 15 Punkten, 10 Rebounds und 4 Assists ein komplettes Spiel ablieferte und die wichtigen Dinger traf. Bayreuth dagegen vollkommen von der Rolle, sie gaben das Spiel aus der Hand und ließen Fechter eine 8-Punkte-Führung zur Halbzeit zu. Basketball ist ein Spiel der Läufe und Bayreuth kam gut zurück ins dritte Viertel, entschied dieses für sich der Dreier von Kevin Hamilton und toller Alley-Oop-Dunk von Kyle Weems. Weems am Ende mit 18 Punkten, Topscorer der Gäste. Bayreuth verkürzte auf 4, Fechter mit 68 zu 64 nach drei Vierteln vorne. Und die Hausherren legten nach. Zwei Dreier von Dirk Mädrich sorgten wieder für eine zweistellige Führung, doch dieses Achterbahnspiel sollte noch an Dramatik zunehmen. Philipp Heiden leitete mit spektakulären Aktionen einen 9-0-Lauf von Bayreuth ein, die plötzlich wieder zurückkamen. Auch Gästecoach Petra Kunitsch witterte Morgenluft die Chance für Bayreuth, wieder zurück ins Spiel zu kommen, und Fechter plötzlich gelähmt, vielleicht vor der Angst und der eigenen Euphorie, das erste Heimspiel zu gewinnen. Katastrophaler Turnover, anderthalb Minuten vor Schluss die Partie plötzlich nach dem Dreier von Kevin Hamilton ausgeglichen. Doch Fechter hatte richtige Clutch-Time-Spieler. Richie Williams aus der Ecke mit dem ganz, ganz wichtigen Dreier und Dirk Mädrich wurschtelt das Ding rein, vorentscheidend für Rasta Fechter. Die letzten Szenen von Bayreuth ohne Worte. Sie hatten viele Chancen in dieser Partie, aber sie haben sie einfach nicht genutzt. Gleich drei Dreier in Folge, das war's. Fechter feiert, jubelt und gewinnt sein erstes Heimspiel in der Saison. Ein ganz, ganz wichtiger 85 zu 80 Sieg gegen Medi Bayreuth. Der Mann des Tages, Jacob Dirksen. Man, it feels good just to be back, you know, out there on the court with the guys. I mean, you know, had 30 points tonight, but I mean, that's just because of the other guys I'm playing with, you know. Richie passing the ball, distributing. Bowman, you know, he's a great addition to have on the team right now, and everyone else has played really well tonight. Während Fechter feiert, steigen die Sorgenfalten bei Medi Bayreuth. Auswärts noch ohne Punktgewinn, mittlerweile mit 3 Niederlagen in Folge auf Platz 16 zurückgefallen. Dazu wieder mal nur mit einer kleinen Rotation gespielt. Schwierige Situation auch für den Coach Petra Krunic. Man muss kontrollieren, das Spiel besser auswärts. Wir haben heute nicht gut kontrollieren das Spiel, dass wir können kontrollieren in Offense, in Verteidigung auch. Und das ist Weg zu gewinnen Spiele auswärts. Heute war eine Phase, wo wir haben nicht diese Sache gemacht und nicht kontrollieren das Spiel. Und das ist, kostet uns diese Niederlage. Das ist etwas, was wir müssen arbeiten. Aus Trierer Sicht haben wir uns das Beste zum Schluss aufgehoben. Die TBB bestätigt die zuletzt aufsteigende Form mit einem ganz wichtigen 81 zu 77 Auswärtssieg bei den MHP-Riesen Ludwigsburg. Dabei gingen Mannschaft und Fans durch ein Wechselbad der Gefühle. Die Hausherren in der ersten Halbzeit nämlich dominant. Der ins Ludwigsburger Team zurückgekehrte Gregory Eschenikwe sorgte für einige spektakuläre Highlights. Er kam zwar am Ende nur auf 7 Punkte und 2 Rebounds, dafür waren seine Offensivaktionen aber wirklich sehenswert. Die TBW ließ dem Gegner zu viele einfache Punkte am Brett zu. Adam Waleskowski bedankte sich für den Freiraum. Der Deutsche machte eine starke Partie und erzielte insgesamt 13 Punkte. Und Trier? Da waren es vor allem die beiden Guards Jermaine Anderson und Trevon Hughes, die das Team mit ihrer individuellen Klasse im Spiel hielten. Anderson kam insgesamt auf 14 Punkte. Hughes zeigte mit 15 Zählern, 4 Rebounds und 3 Steals sein gesamtes Repertoire. Egal ob von außen, im 1 gegen 1 oder als genialer Vorbereiter. Mr. Killer Crossover bereitete den Ludwigsburgern arge Probleme. Überzeugend auch Andy Seifert. Er machte eine starke Partie. Der deutsche Nationalcenter erzielte insgesamt 14 Punkte.
Trotzdem Ludwigsburg zur Halbzeit mit 8 vorne und bärenstark aus der Distanz. Die Riesen trafen 11 ihrer 21 Dreipunktversuche. Keaton Grant avancierte erneut mit 15 Punkten zum Ludwigsburger Topscorer. Doch immer wenn das Momentum gerade auf Ludwigsburger Seite war, hatte Trier eine Antwort und die hieß Laurinas Saminas. Der litauische Scharfschütze machte ein unfassbar starkes Spiel, traf 70% aus dem Feld. Gerade nach dem schwierigen Saisonstart scheint Saminas endlich angekommen zu sein. Er wurde auch öfters von seinen Mitspielern gesucht und setzte mit 25 Punkten ein ganz dickes Ausrufezeichen. So war es auch nicht verwunderlich, dass Saminas auch mit 2 Dreiern in Folge im letzten Viertel für die erste Trierer Führung seit langer Zeit sorgte. Es entwickelte sich ein echter Krimi in Ludwigsburg. Stockton hielt mit 12 Punkten dagegen, leistete sich allerdings auch 7 Ballverluste. 34 Sekunden vor Schluss stand alles auf der Kippe, 77 beide, das Herzschlagfinale. Andy Seifert mit den ganz wichtigen Punkten am Brett zur Führung. Noch 17 Sekunden Zeit für Ludwigsburg, der letzte Angriff. Doch Stojic scheiterte. Jermaine Buckner hielt den Rebound fest und schickte den Mann des Tages Laurina Samenas zu den umjubelten Fastbreak-Punkten auf die Reise. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg nach 4 Niederlagen in Folge für Trier. Entsprechend stolz war auch der Kapitän Andy Seifert. Wir haben eine starke zweite Halbzeit gespielt und genau das umgesetzt, was wir machen wollten. Defense ein bisschen den Druck erhöht und dann ist den Sieg nach Hause gefahren. Ja. Was war der Dosenöffner deiner Meinung nach, dass es dann besser lief? Die Verteidigung. Also wir haben nicht mehr so viele Fastbreak-Punkte zugelassen und standen besser beim Rebound, waren konzentrierter. Das war, ja. Die zweite Hälfte war trotzdem recht nervös, auch von beiden Teams. Man hat genau gewusst, wer heute gewinnt. Der schnuppert oben weiter in den Playoff-Plätzen und der andere rutscht eher so ein bisschen ins Mittelfeld, oder? Ja, genau. Es war für beide Teams ein wichtiges Spiel, glaube ich. Gerade für uns. Wir wollten, wie gesagt, den Anschluss nach oben behalten. Und das haben wir jetzt erstmal geschafft. Und jetzt sehen wir weiter. Ja. Trier ist damit weiterhin Tabellenzwölfter. Ludwigsburg hat als Zehnter den Sprung in die Playoff-Plätze verpasst. Tanner Smith. I wouldn't say it was nerves. I think you see two good teams that were, they were more aggressive today, and especially in the second half, and that hurt us. We lost the game because of that. Three players very early with four fouls. That's all, also not so good for the team. No, it's not. We gotta stop fouling. We gotta have people in the game that we need. And that's how it goes sometimes. So. Soweit also unser Überblick auf den 11. Spieltag der BeCo Basketball Bundesliga und aufmerksame Zuschauer, die werden festgestellt haben, Moment mal, da fehlt doch ein Spiel. Richtig. Wie zu Beginn angesprochen, wir hatten heute leider einige technische Probleme, die uns etwas Zeit und Nerven gekostet haben. Dementsprechend haben wir es leider nicht geschafft und das liegt nicht an Vorlieben, sondern am Zufall, die Partie Frankfurt gegen Hagen auch in einer Zusammenfassung zusammenzufassen. Das Endergebnis 82-79. Das Schöne ist aber, die Frankfurter sind wie wir unterwegs, übertragen ihre Heimspiele. Deswegen gibt es das komplette Spiel auch im Recap zu sehen auf beco-bbl.tv. Da einfach auf den Kanal der Fraport Skyliners gehen. Damit bin ich auch so ein bisschen beim Thema. Der eine oder andere hat natürlich auch das Spiel in Ludwigsburg gesehen. Da gab es den einen oder anderen Aussetzer, aber ich möchte mal ein bisschen was erklären. Wir alle streamen natürlich für Sport 1 und ich möchte auch mal eine Lanze brechen für Sport 1. Viele Leute beschweren sich. Aber es ist eigentlich absolut nicht selbstverständlich, dass ein professioneller TV-Sender regionalen Produzenten die Plattform bietet, auch die Kosten übernimmt für das gesamte Streaming. Und dementsprechend sollte man sich meiner Meinung nach auch den Standards, die Sport1 gerne hätte und die Liga hätte, auch anpassen. Und das ganze Ding ist auch möglich mit Keymotion. Also es ist möglich, Keymotion und Sport1 zu integrieren. Muss man sich halt einen Videomixer anschaffen, hat man halt als Produzent vor Ort zusätzliche Kosten. Aber ich denke, es ist nicht von Sport1 auszugehen, dass die irgendwie ihr System anpassen müssen, sondern als Produzent muss man entsprechend ein Signal dann auch liefern. Ich hoffe, wir machen das zumindest relativ gut. Wir sind auf einem Weg, auch heute. Dieses Magazin ist immer noch in Entwicklungsstatus, in der Erfindung. Wir sind am Feiern und hoffen, dass wir vor allen Dingen euer Feedback bekommen. Jegliche Kritik, die ist uns recht, die ist auch sehr erwünscht. Und wenn man, ich sag mal, auf öffentlichen Kanälen auch ausstrahlt, dann möchte man natürlich auch einen gewissen Standard für sich selber schaffen. Ich hoffe, wir sind auf dem Weg dahin. Wir wissen, dass wir da noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt sind. Aber immerhin haben unsere Produktionen auch so überzeugt, dass wir erstens bei den Brose Baskets Bamberg zusammen dort einen Livestream produzieren durften und dass dieses Magazin von Insight, und da freuen wir uns wirklich sehr drüber, auch beim Bürgerrundfunk OK54 zu sehen sein wird,
natürlich für die auswärtigen Fans weniger interessant, aber für uns eine zusätzliche Reichweite, dass wir dort im Trierer Kabelnetz und demnächst auch über Satellit dann hier in der Region Trier zu sehen sein werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr werdet uns Feedback schicken, entweder per Mail an mail@basketball-stream.de oder einfach auf unserer Facebook-Seite facebook.com/basketballstream. Alles in allem ist das mit sehr, sehr großem Aufwand verbunden. Wir haben heute, glaube ich, lass mich nicht liegen, 9-10 Stunden am Stück an diesem Produkt gearbeitet, haben es trotzdem nicht geschafft, alle Spiele zusammenzufassen. Haben allerdings, denke ich mal, mit Stefan Koch und Philipp Zwiener unseren Ansatz auch verdeutlicht, dass es kein Magazin für Trierer sein soll, sondern für die Basketballfans in der gesamten Basketball-Bundesliga, im gesamten Bundesgebiet. Wenn ihr sagt, das ist unterstützenswert, wir können jede Hilfe gebrauchen. Wenn jemand aus der Region Trier sagt, ich bin passionierter Videoschnibbler und habe Spaß daran, an so einer Produktion mal mitzuwirken, jede Hilfe zählt und dann entspannt sich unser Stresspegel auch ein bisschen. Aufgrund dieses großen Pegels müssen wir Erfahrungswerte erstmal sammeln. Wir werden in jedem Fall diese Magazinsendung nur alle 2 Wochen anbieten können. Weil man muss bedenken, wir machen das alles nebenberuflich, haben dafür heute entsprechenden Tag freigenommen und dementsprechend müssen wir da weiterhin auch Erfahrungswerte sammeln und Gas geben. Mir macht es auf jeden Fall richtig Spaß, euch ein bisschen den Basketball im Deutschland näher zu bringen, auch die Highlights ein bisschen ausführlicher zu gestalten. Natürlich fragt sich da der eine oder andere, wieso ist das immer die gleiche Stimme? Ganz einfach, da sind wir wieder beim Thema. Es gibt nur David und mich, einen technischen Leiter, einen sozusagen redaktionellen Leiter, der doch immer vor der Kamera sitzt und eben auch die Spielberichte einquatschen muss. Von daher, wir wissen, Tabellen wären schön, Statistiken wären schön, viele einzelne Dinge, die es zu verbessern gilt, aber dafür, glaube ich, brauchen wir einfach auch noch mehr personellen Input. Für den Status sind wir erstmal zufrieden. Das war das Wort zum Montag und vielen Dank fürs Zuschauen heute. Wie gesagt, wir werden natürlich auch diese Aufzeichnung online stellen. Ist dann zu sehen auch auf basketballstream.de und auf beko-bbl.tv oder wer in der Region Trier wohnt, einfach einschalten beim OK54 Bürgerrundfunk. Dankeschön fürs heute, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Inside, dem Beko Basketball Bundesliga Magazin von basketballstream.de. Macht's gut, ciao. Alle Spiele, alle Highlights. Inside, das Magazin zur Beko Basketball Bundesliga. Die Beko Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?